Das wird jetzt ein ganz wilder Lied. Interessantes Team, danke. Das habe ich komplett selber erstellt. Ohne Vorlage, ohne alles. Ah, okay, passt. Der hat halt gar keine Death, ne? Das ist so krass. Ist das Team so wie es früher ist, das Gameplay-mäßig? Ja. Das ist es. Es ist die Frage, mache ich einen Surfer? Ich mache einen Rundumschutz. Und ein Eishammer. Könnte schneller sein als Kilo. Der hat Flinkklaue! Ja, mega, mega cool. Ich mag das Team sehr. Er macht nochmal Eisenabwehr. Da kommt gleich Grand vor Gita. Mit. Obwohl, vielleicht deft er Bodenattacken. Ja, ciao. Sehr gut. Eishammer schneller. Ich mach trotzdem jetzt Surfer into Gastrodon. Er macht bestimmt Body Press, deswegen macht er seine Death so hoch. Ja, er kommt jetzt in Surfer. Oder ich mach. Er hat gerade rundum Schutz gesehen. Am liebsten würde ich nochmal Eishammer machen, ne? Ja. Ich hab den Rundumschutz drauf. Ich mach Rundumschutz, ja, es ist besser. Ich muss noch nicht wechseln. Oswurm juckt mich gerade gar nicht. Ich baller einfach immer das linke weg. Selbst wenn du auf Terra Boden gehst, wird das gut reinhauen. Wasser! Noch nie gesehen, Knackhack mit Terra Wasser. Noch nie gesehen, Terra Wasser, Knackhack. Hallo Kevin. Ja, ich switch jetzt. Steinhagel, gut. Was macht der Wurm? Body Press, habe ich mir gedacht. Dann brauche ich ja nicht mal switchen. Vielleicht, ja, er wird safe dieses Erdschmaus haben. Deswegen, ich darf auf gar keinen Fall Erdkräfte machen. Auf gar keinen Fall. Schön. Bitte, Lehmbrühe, du musst treffen. Bitte, bitte für mich. Ja! Ja, zweimal Eisenabwehr hat dir gar nichts gebracht, mein Bester. Gar nichts hat dir das gebracht. Gar nichts! Rückenwind weg. Ich würde sagen... Boah, schwierig. Ich mach mal ein... Oh, was hat er denn abgezogen? Er hat 68 abgezogen, genau die Hälfte. Ich mach mal einen Rundumschutz, weil der Steinhagel drückt und Lehmbrühe. Der eine Pflanzenattacke... Nö, Abfahrt. Rückenwind läuft
Läuft Rückenwind noch? Knackrack kann Aqua-Durchstoß? Das ist ja crazy. Daneben! Wegen dem einmal Genauigkeit runter! Ja! Wie geil! Oh, bitte, was hast du nicht getroffen? Oh Mann, ey, okay, egal. Hauptsache, Knackrack ist weg. Knackrack kann Aqua-Durchstoß haben, das wusste ich nicht. Das kann ja echt mega witzig sein. Das kann echt übel witzig sein. Ja, das war mal ein geiles Game. Geiles Game. Oh Mann, der Arme. Ey, mein Lied mit Pelipper und Gran Fogita habe ich gefühlt. Zack. Schöner Win. Schön, schön, schön. Habe ich kommen sehen. Habe ich kommen sehen. Ich werde mir auch den Rückenwind sparen, weil er eh Bizarro macht. Und werde direkt einen Schmarotzer ballern. Geht der auf Angriff? Ja. Oder geht er auf Spezialangriff? Nee, Psycho-Dings war Spezialangriff, ne? Scheiße. Konfu-Strahl. Eiskreisel. Gehe ich darauf, dass er direkt auf Pflanze geht? Wahrscheinlich nicht, wegen den Flugattacken, ne? Okay, egal. Ja, das war nicht so clever, Lou. Erst Eiskreisel, dann Konfu-Strahl. Das Gute ist, jetzt kann ich trotzdem Turbo-Tempo und so drücken. Der wird nicht auf Geist gehen. Nee. Baller! Das ist die Taktik, die ich nämlich schon immer haben wollte. Eiskreisel, dann Turbo-Tempo. Bam! Deswegen hat er Eiskreisel. Um dieses scheiß Feld kaputt zu machen. Man könnte eigentlich auch ein Pelipper neben Drago. Ah, ne, geht nicht. Orkan ist ja. Boah, scheiße, wenig Schaden. Der hat so viel Death. Hätte ich vielleicht auch Kremanzo machen sollen. Ups. Er macht einfach trotzdem Flächenmacht. Aber es macht keinen Schaden. So viel Schaden! Ah, Leben auch hat er. Krass. Dann mache ich nochmal einen Konfu-Strahl, würde ich sagen. Und einmal schutze Schilde. Ein Schutzschild. An seiner Stelle würde ich sehr wohl austauschen. Später nochmal Psychofeld bringen oder so. Er macht nicht mal mehr rechte Hand. Gefällt mir. Komm, triff dich selber. Triff dich doch einfach mal selber. Komm. Wird mir gefallen. Schade. Dann nächste Runde. Sehr wohl. Komm, triff du dich wenigstens selber. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt mal ganz kurz gucken, wie lang Bizarro noch geht. Zwei Runden. Werde ich mich jetzt schon mal einen Rückenwind drücken. Und ein Turbo-Tempo. Schneller bin ich ja nicht. Ich hoffe einfach, dass ich eine Flächenmacht überlebe. Ich gehe mal auf ihn.
weiß nicht, wie viel Depth er hat. Ich glaube, der hat nicht so viel Depth wie Cremanzo. Cremanzo hat Base 100, sehr wohl, glaube ich, weniger. Boah, hat er viel Depth. Komm, jetzt aber. Ich brauche das jetzt. Kein Glück. Lou mal wieder kein Glück am Start. Kein Glück für Lou. Und nicht mehr verwirrt. Perfekt. Jetzt einmal Schutzschild, dann Rücken, dann Ruheort, dann heile ich mich wieder. Das ist perfekt. So, wer ist nicht mehr verwirrt? Du, ne? Du verwirrst dich erstmal wieder. Kommt hier ein Schutzschild. Wenn er schlau ist, prediktet er den Schutzschild. Aber ist er schlau? Dann ist der Bezauberraum weg und dann kommt erstmal ein schöner Ruheort. Ja, auf dich wollte ich sowieso gehen, mein Bester. Er hatte Angst wegen dem Turbo-Tempo. Also wird das wohl nicht prediktet haben. Ist er immer noch verwirrt? Ja, kommt, jetzt einmal. Einmal wenigstens. Schön. Ich hatte zwar eh Schutzschild, aber egal. So, Bizarro-Raum ist vorbei. Jetzt wird er den Ruheort sehen und richtig kotzen. Oh ja, ich liebe es. Ich lieb's. Jetzt wird er den Ruheort sehen und richtig sauer sein. Spotlight? Er wollte Spotlight oder rechte Hand machen. Das heißt, Cremanzo macht... Doch, Cremanzo macht safe wieder Bizarro. Macht er kein Bizarro? Oh, yes. Nochmal, 4 Runden, das ist frech. Da wäre ich sauer. Aber auch nur einmal selbst getroffen. Krass, nur einmal selbst getroffen. Er wollte auf jeden Fall Spotlight machen. Aber ein Turbo-Tempo müsste ihn jetzt eigentlich killen. Obwohl, vielleicht macht er Spotlight. Da mache ich erstmal lieber nochmal ein Schmarotzer. Und ein Ruhe, ein Schutzschild. Weil sicher ist sicher. Mit Schmarotzer könnte ich sogar schneller sein. Ah ne, er hat Bizarro wieder gedrückt. Stimmt, vergessen. Was macht der? Rechte Hand. Macht er wieder Flächenmacht? Er müsste doch mittlerweile wissen, dass ich Schutzschild habe. Oder ist er jetzt so clever und geht auf Kramurx? Nicht mehr verwirrt? Rüstungskanone auf Kramurx, okay, er ist doch clever. Dacht schon. Wäre jetzt nochmal auf Dragoan gegangen, wäre witzig gewesen. Eigentlich müsste ihn doch Leben Orb jetzt auch selber killen, oder? Ja, sehr schönes Ding. So, jetzt die Frage natürlich, was kommt. Deswegen, ich nehme auf... Ist Spotlight vor Mogelhieb? Spotlight vor Mogelhieb. Welche Prior... Spotlight hat Safe plus 3 oder so ein Scheiß? Er hat nicht Feenschicht. Meint ihr, er checkt das? Ich muss erstmal Mogelhieb raushauen. Und dann kommt ein Turbo-Tempo. Gucken wir mal. Er macht's. Okay, was macht er? Terra auf Fee. Und dann auf Fee. Fee auf Fee, okay. Aber er hat keine Feenschicht. Seine Schallwelle. Also entweder drückt er Zauberschein, dann ist er clever. Oder er drückt Schallwelle und das ist einfach normal. Oder er drückt gar nichts. Clever. Oh yes. Nicht mehr verwirrt. Spotlight ist langsamer als Mogelhieb und Turbo-Tempo. Das müssen wir uns merken.
Das müssen wir uns merken, dass Turbo-Tempo schneller ist als Spotlight. Das wusste ich auch nicht. Hat Spotlight auch nur plus 1? Schallwelle. Das wird keinen Schaden machen. Ist speziell, ich habe die Weste an, das darf nicht viel Schaden machen. Auch mit rechter Hand und allem. Nicht sehr effektiv. Das war sogar Volltreffer! Aber guckt euch jetzt den Riesenhammer an. Au, der tut weh. Au. Den hab ich bis hierhin gefühlt. Wenn er jetzt nochmal mit Mäuseplage kommt, ne? Dann flipp ich hier aus. Wie hat der den prediktet, dass ich auf ihn gehe? Jeder Ach, einmal Doppelschutzschild, okay. Wieso macht der Doppelschutzschild? Jetzt kann ich meinen Eishammer, meinen Riesenhammer wieder einsetzen. Er macht Doppelschutzschild. Verdrehte Dimension ist wieder normal. Deswegen? Das ist doch schlecht für ihn. Ja, war klar, ich kill den weg. Hoffen wir mal, dass ich schneller bin. Könnte es aber sein, dass ich mit Gran Fondita nicht schneller bin. Ja, da bin ich schneller. Vielleicht überlebe ich das. Mit ein bisschen Glück. Ein Full Death Dragoran. Full Death! 300 Verteidigung mit Multischuppe. Haut diese kleine Kackmaus killt das weg. Diese verkleine, verkackte Scheißmaus, ey. Ist ja ein No-Brainer. Ah, Rage Quit. Weg mit dir.